Hallo zusammen. Endlich mal auf meinem Kanal ein Kampfspiel in VR. Und zwar Dragon Fist VR Kung Fu. In meiner Schulzeit war ich in Kickboxen und im späteren Verlauf in Taekwondo. Und das ist noch alles, was geblieben ist davon. Und ja, ich passe noch rein. Auch wenn es ein bisschen eng wird. Kung Fu ist wirklich eine schöne Kampfkunst. Und früher habe ich diese Filme geliebt. Sei es die kompletten Filme von Bruce Lee oder Jackie Chan. Viel Spaß mit dem Video. Diese Bandagen habe ich seit 15 Jahren nicht mehr angezogen. Auf geht's! Auch wenn ich aussehe wie Kung Fu Panda, nehme ich trotzdem die Herausforderung an und versuche mich der asiatischen Kampfkunst zu beweisen. Schaut euch die Kontrolle an. Schön. Ah, hier habt ihr sogar die Möglichkeit, Linkshändler zu aktivieren. Wir schauen uns kurz um. Wir sind in einem Shaolin-Tempel. Ah, ich mag ja die Musik. Dragon Fist VR Kung Fu. Also wir haben hier Einzelspieler, Mehrspieler, Trainingskammern, Übungsraum, Optionen. Gehen wir mal in die Trainingskammern. Hier wird jetzt auch erklärt, wie ihr euch bewegen könnt. Ja, okay, wir können springen auch. Sehr gut. Benutze deine Hände, um die Töpfe zu zerschlagen. Aber natürlich. Ja, genial. Ja. Oh, ein bisschen stärker. Zerbrich diese Bretter. Oh, das war zu schwach. Oh, zu schwach. Okay, man muss schon mehr Kraft anwenden. Hätte ich nicht gedacht. Steh hier, zerstöre die Töpfe, wenn sie auf dich zuschwingen. Wer kommt zuerst? Tja. Gut, aber dann machen wir tatsächlich auch die Bewegung. Oh, warte mal. Versuchen wir mal mit Sprung. Okay, das funktioniert. Oh, hat geklappt. Halte deine Hände hoch und geh zum Ausgang. Blocke alles, was auf dich zukommt. Tja. Oh. Okay, falsches Spiel. Tja. Okay, probieren wir. Tja. Meister? Okay. Schlag zu schwach. Schlag diesen Bronzenmech 5-mal in den Kopf. Okay, jetzt kämpfen wir tatsächlich gegen Ling Hu. Also alles, was wir jetzt gelernt haben, müssen wir hier anwenden. Erstmal Respekt natürlich sollen. Okay, das hat ihn ein bisschen verwirrt. Also hier müssen wir tatsächlich jetzt eine spezielle Bewegung, das sind mehrere Blöcke in Folge. Ah nee, das ist ein Riesenblock und den müssen wir zerstören. Wenn ihr auf A drückt,
Dann bekommt ihr die richtige Position. Müsst euch vermutlich erstmal konzentrieren. Wow. Okay, was jetzt, Meister? Wähle deinen Charakter. Bruce Lee! Natürlich Bruce Lee. Chuck Norris fehlt noch in der Liste. Aus der Epoche. Billy Lee. Ach, der heißt Billy Lee. Sieht aber aus wie Bruce Lee. Alternatives Kostüm auf jeden Fall. Ja, das gefällt mir eher. Hallo, ich bin's. Das sieht lustig aus. Yo! Genial. Sagen wir es mal so. Also wenn ich jetzt die Hand nach oben bewege, das fühlt sich alles flüssig und spiegelt auch das wieder, wie man sich bewegt. Es ist tatsächlich okay. Ich bin zufrieden. Nachdem wir jetzt diese Übung absolviert haben, sind wir hier in dem Tempel. Und so wie es aussieht, beginnen wir schon mit dem ersten Kampf. Probieren wir das Ganze mal. Schwierigkeitsgrad mal mittel eingestellt. Mal schauen. Also hier haben wir jetzt den ersten Gegner. Jetzt gehen wir mal auf Kämpfen. It is an honor to fight you. Meister Takashi. Also auf B könnt ihr euch so hin und her sliden und erstmal den Gefahren ausweichen. Also ich merke, wenn ihr ausweicht und dann so gegen den Halsbereich schlägt, seid ihr am effektivsten. Vierfache Kombination, 24%. Probieren wir mal mit den Füßen. Verstecken wir uns mal hier. Hallo. War das jetzt der Superschlag, der dich? Ah, so ist der Superschlag. Geh mal weg. Voll auf den Kopf. Und gleich nochmal drauf. Und nochmal drauf. Natürlich könnt ihr einen auf Boxer tun. Oh, der hat mich getroffen. Okay, ich bin außer Atem. Also den ersten haben wir besiegt. So wie es aussieht, geht es auch in der gleichen Form weiter zu dem nächsten Kampf. Schule Cheng. Falls euch das ein bisschen zu schwer war, könnt ihr natürlich den Schwierigkeitsgrad einmal ändern. Oh, ich sehe gerade, den Charakter könnte man auch ändern. Ich hätte gerne einen auf Mortal Kombat, den unteren da. Shiroi Hokori, dieser kleine Ninja-Kämpfer. Irgendwie habe ich jetzt Lust auf diesen Kaiserpalast. Okay, vor mir ist der sogenannte Kämpfer. Das sind zwei? Die Qing-Soldaten. Okay, vielleicht hätte ich doch lieber einfach machen sollen. Dann erstmal. Ich bin bereit. Okay. Wie du meinst. Au. Boah. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Okay.
Jawohl. Soll ich einen auf Bud Spencer machen? Also 2 gegen 1. Okay, einer ist weg. Der schaut mich an. Oh je. Boah, die haben mich fertig gemacht. Was ist mit mir passiert? Komm, steh auf, Meisterkrieger. Oh, der lebt ja noch. Okay, den habe ich zerschmettert. Schon anstrengend. Muss schon sagen, vielleicht gehe ich doch lieber auf leicht. Gut, so wie es aussieht, haben wir noch weitere freigeschaltet. Ich würde gerne mal schauen, was gibt es noch im Übungsraum. Also euch rate ich auf jeden Fall, diesen Spezialtrick zu lernen, den jeder Charakter hat. Not bad. Hier könnt ihr auf jeden Fall ein paar Spezialtricks ausprobieren. Genial, wenn ihr auf A drückt, könnt ihr euch von außen betrachten und natürlich auch den Schlag. Trainingskammern waren wir, Übungsraum auch. Jetzt probieren wir mal mehr Spieler, was das ganz genau bedeutet. Verfügbare Spieler, also die spielen hier, es ist wie im Wrestling, alle in einem Ring. Also ich muss jetzt warten, bis die Runde vorbei ist. Also jeder gegen jeden. Genial. Gefällt mir. Also jeder gegen jeden jetzt. Habe ich das richtig verstanden? Hey. Alter. Also das war schnell. Also das ging mir jetzt eindeutig zu schnell. Wow, das ist ja X-Men. Da hat er Schwerter. Also entweder das sind Profis, keine Ahnung, da habe ich mit 2 Schlägen jetzt rausgehauen. Aber damit ihr das mal seht, wie so ein Spielprinzip funktioniert. Gut, ich gehe jetzt raus, wenn ich nicht spielen kann. Einen Kampf machen wir, und zwar bei diesem Blumenkult. Wen haben wir hier? Alles klar, dann kämpfen wir gegen dich. Auf geht's. Gleich hinterher. Okay, auch der ist weg. Oh, hier kann man noch in einen Boxring kämpfen. Natürlich ist der Bereich jetzt eingegrenzt. Puh.
Okay. Steh auf, komm schon. Hä, wo bist du? Okay. Vielen Dank für den Kampf. Gut, das war's. Anstrengend, aber schön. Das Spiel hat mich tatsächlich zum Schwitzen gebracht. Über eine Stunde in der Kampfkunst-VR-Welt war ich gefangen und total verschwitzt. Kommen wir zum Dragon Fist. Das Spiel ist ab 18. Wie ihr seht, steht hier Sprachen auf Englisch. Ja, der Dialog vielleicht von den einzelnen Kämpfern, aber die ganze Menüführung ist auf Deutsch. Der erforderliche Speicherplatz ist 2,44 GB. Hier noch ein positiver Kommentar. Wahnsinn! Tolles Spiel, man fühlt sich wie ein Kung-Fu-Meister. So wie man strategisch entscheidet, wie man seinen Gegner trifft. Und manchmal, wenn es ein bisschen hektischer wird und einen speziellen Angriff dazu bringt, fühlt es sich an, als wäre man in einem klassischen Beat'em-up-Spiel in VR und kämpft sich richtig ins Schwitzen. Bei diesem Kommentar gab es sogar eine Antwort von dem Entwickler. Es gibt anscheinend einen Discord-Bereich. Das Spiel kostet aktuell 20€ und natürlich gebe ich eine klare Empfehlung für alle, die Kampfspiele lieben. Natürlich gibt es ein paar Bugs, nicht jeder Schlag war hundertprozentig, manchmal bleibt auch die Hand einfach kleben. Aber das war jetzt nicht so schlimm oder spielentscheidend. Von meiner Seite aus gab es keine weiteren negativen Punkte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.